06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Joel Grodowski spät reinkommt bei Rückstand, ein Ballkontakt, die Murmel ist drin. Ich glaube, besser kann es für einen Stürmer gar nicht laufen, oder? Ja, Sven hat zu mir gesagt, du kriegst einen voll Füße. Ich hatte so viel Pech jetzt in diesem Jahr und ich habe einfach alles reingehauen, wollte einfach dann auch das Vertrauen zurückwünschen und habe den einfach gut getroffen und war auf jeden Fall auch drin in meinen Augen und freue mich einfach für die Mannschaft, dass wir jetzt den Punkt hier mitgenommen haben und einfach ein geiles Gefühl. Du sprichst es an, danach war noch so ein bisschen zittern, ein bisschen bang. War es eben, dass er nur knapp hinter der Linie war oder was war da die Diskussion? Ja, ich denke, also er war schon ein Stück hinter der Linie in meinen Augen, aber ist natürlich schwer zu sehen. Aber in meinen Augen ist er auf jeden Fall drin und dass es so viel Diskussion gegeben hat, war mir nicht bewusst. Aber jetzt war er einfach drin, wir haben den Punkt hier geholt und wir sind einfach sehr zufrieden damit. Wie viel wert ist dieser Punkt vielleicht auch? Ja, ich denke für die Moral einfach, dass wir auch nochmal zurückgekommen sind. Wir haben 1-0 zurückgelegen und kriegen dann 11 Meter zum 2-1, was sehr unglücklich war, dass wir hier so einen Punkt jetzt mitnehmen. Ich denke, für nächste Woche zu Hause gegen Bayern ist das auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Und ich denke, da können wir anknüpfen an Kämpferische und dass wir nächste Woche dann 3 Punkte holen. Heinz Mürschel, 90 Minuten in Halle geackert, den Tabellenführer geärgert, wo es irgendwie ging. Da ist so ein Punkt am Ende ein verdienter Lohn für die Leistung. Ich würde sagen, nicht nur geärgert, sondern auch gut mitgehalten. Ich denke, über den Elfmeter kann man streiten. Von daher hätten wir hier auch ein bisschen mehr mitnehmen können. Am Ende des Tages hätten wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite gehabt. Aber ich denke, mit der Leistung sind wir trotzdem alle zufrieden und darauf kann man aufbauen. Die taktische Umstellung hat euch ein bisschen geholfen mit der Dreierkette. Ihr standet stabiler dafür, ihr beide, also du und Rufat, vorne auf weiter Flur. Kam euch das entgegen, dass man dann immer mal ins 1 gegen 1 vorne gehen kann? Ja, also ich weiß nicht, ob ich dafür Rufat aussprechen kann, aber ich mag es, wenn ich vorne im 1 gegen 1 bin. Und ich glaube, dass mit den beiden Spitzen haben wir einfach ein bisschen mehr Präsenz vorne. Zum Beispiel da, wo ich den Ball einfach rüberlege mit dem Kopf, wo ich verlängere, wo Dada dann vorm Tor steht. Da haben wir einfach mehr Präsenz vorne und ich glaube, das kommt der ganzen Mannschaft zugute. Wie hast du die Szene bei deinem Tor gesehen? Ich habe gesehen, Scharoff dribbelt auf ihn zu. Und im perfekten Moment hat er rübergelegt und ich habe gar nicht mehr hochgeguckt. Ich hatte so ein Gespür, die Ecke ist offen, die lange Ecke und habe ihn dann einfach reingeschoben. Ole Kittner heute in Halle von 0 auf 100 wieder gefordert nach der Verletzung. Direkt 93 Minuten Vollgas, aber mit einem Punkt fährt man dann gern nach Hause. Ja, auf jeden Fall. Also war ein heißer Tanz, glaube ich, mit vielen kuriosen Entscheidungen und irgendwie ging es auf und ab. Und im Endeffekt können wir aber, glaube ich, mit der Leistung zufrieden sein. Gerade die Schlussphase war ja irgendwie verrückt. Erst das Tor, dann minutenlange Diskussionen. Wie hast du es auf dem Platz erlebt? Ja, ich habe eigentlich nur gesehen, gefühlt, dass der Ball drin war. Der Schiedsrichter war sich, glaube ich, nicht so ganz sicher. Danach konnten wir ihn überzeugen davon. Und dann gab es Diskussionen. Zwischendurch dachte ich, okay, ist das jetzt hier Videobeweis? Aber es ging wohl darum, dass 13 Feldspieler von Halle auf dem Platz waren und der Linienrichter das irgendwie falsch geregelt hat. Und ja, irgendwie war es sehr kurios. Sven Hübscher, im Vorfeld wurde viel darüber gesprochen, dass es in Halle sehr, sehr schwer werden würde. Es war schwer, aber mit dem Punkt kann man am Ende dann doch eigentlich ganz gut nach Hause fahren, oder? Ja, nach dem Viktoria-Spielen wurde ja zu Recht auch ein bisschen Kritik an uns geübt, gar keine Frage. Aber es ist ja das, was ich schon unter der Woche gesagt habe, man kann immer zum nächsten Spiel etwas verändern. Und vor dem Spiel war die Situation schwierig, viele Verletzte, die auch erst kurzfristig vor dem Spiel zurückgekommen sind. Dann die Sperre Simon Scherder hat uns das Leben nicht unbedingt einfacher gemacht. Wir wussten, wir haben wenig Torchancen in der Vergangenheit rausgespielt, wir müssen was ändern, wir wollen mehr Torchancen rausspielen. Wir wollten also taktisch dann auch ein bisschen was verändern, das war schon ein Gesamtpaket. Zusammen mit der Einstellung der Jungs, was dann heute einfach gepasst hat. Und wenn man auf die Jungs draufhaut oder auf uns draufhaut nach dem Viktoria-Spiel für die erste Halbzeit zu Recht. Aber heute kann ich die Jungs dann von meiner Seite aus nur loben, weil die haben wirklich alles reingehauen. Und ich sag mal, alle Punkte, die auch so ein bisschen angesprochen wurden, haben ja auch gegriffen. Man stand hinten, finde ich, wieder ein bisschen sicherer. Vorne aus den Chancen, die man hatte, was gemacht. Also man kann mit einem guten Gefühl zurückfahren. Ja, es wurde ja noch schwieriger dann. Wir haben ja 3 Tage ein System auch mit Ball einstudiert. Und gestern ist da Maurice Littka uns im Abschlusstraining ausgefallen, der für die erste Elf eingeplant war. Das war die erste 8. Heute Kevin Perez musste ich schnell rausholen, weil der akut rot gefährdet war. Musste ich dann nach 20 Minuten rausholen. Dann waren beide 8er, die eigentlich eingeplant waren, waren nicht mehr im Spiel. Dafür mussten wir 2 Stürmer bringen, was dann auch ein bisschen schwierig ist in dieser Position. Aber dafür, allen Widerständen zum Trotz, glaube ich, ist es ein verdienter Punkt. Die Entstehung ist sicherlich ein bisschen diskussionswürdig und schade für alle Beteiligten, aber ich glaube dennoch, und da bleibe ich bei, dass der Punkt verdient war. Wie viel kann man aus der Partie auch rausziehen? Ja, viel, sich zu wehren. Ich meine,
auch beim Tabellenführer aufzutreten und über 90 Minuten mitzuspielen, mitzukämpfen. Ich meine, wir haben auch die Chance, das Ding zu ziehen. Vor dem Ausgleich haben wir einmal die Chance zum 2-0. Und wenn wir über den Schiedsrichter diskutieren und über mögliche Wechselfehler, dann müssen wir auch mal darüber diskutieren, dass Sheriff Özcan sowas von offenen Knöchel hat in der Aktion, bevor der Elfmeter auf der anderen Seite gepfiffen wird. Das ist ja schon hanebüchen. Und von daher, wir hätten das Spiel vielleicht auch gewinnen können, aber sind trotzdem mit dem Punkt zufrieden und nehmen das für uns mit und versuchen daraus Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben zu schöpfen.